Ja, wie sollten Unternehmen auf das Cross-Channel-Verhalten der Kunden reagieren? Das ist die Frage, ja, das ist im Prinzip die Antwort darauf, ist der heilige Gral, den gerade alle Händler suchen. Es ist die Frage, wie gehe ich damit um, dass mein Kunde aktuell oder mit den Smartphones in der Hand in meinem Laden läuft, die Produkte scannt, die Produktbewertungen aus dem Internet hat. Das ist eine strategische Frage. Und es ist nicht nur die Frage, ob ich überhaupt online verkaufen will, online eine Website habe, online auf mich aufmerksam mache, sondern es ist eine Frage, wie ich es auch in Unternehmen aufhänge. Und da muss man sehen, wenn man jetzt aktuell in die Handelsunternehmen reinschaut, dann ist es so, dass der stationäre Handel ein eigenes Geschäftseinheit ist und der Onlinehandel eine eigene Geschäftseinheit. Das heißt, wenn man einen Online-Shop hat, dann ist es oftmals sogar ausgegliedert und eine eigene GmbH und wird im Prinzip als eine weitere Filiale geführt. Allein diese Ausrichtung, dass ich mich auf einen Online-Shop konzentriere als eine weitere Filiale, als ein weiteres Vertriebsinstrument, ist dem Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten nicht angepasst. Weil der Kunde, der nutzt ja das Internet nicht nur zum Kaufen, sondern auch, um sich zu informieren. Und da gilt es, da müssen Handelsunternehmen Impulse setzen, um ihn auch offline zum Kauf zu bewegen. Wenn man sich das mal vorstellt, also im Online-Shop, da reden wir über Conversion Rates von 2 bis 4%. Wenn man sich jetzt mal eine Buchhandlung vorstellt in der Einkaufszone und sagen würde, die hätte nur eine Conversion Rate von 2%, dann würde man feststellen, um halt 200 Kunden zu haben, müssten 10.000 Kunden durch das Geschäft laufen. Und so ist das aktuell beim Online-Shopping. Auch wenn man das im Prinzip nicht Shopping nennen dürfte, weil 98% der Kunden dann in diesem Shop nichts kaufen. Und die Frage ist, was machen die Kunden? Was sind die Beweggründe, die die Kunden dann in diesem Online-Shop verweilen lassen? Ist das der Grund, dass sie einfach nur Produktinformationen suchen? Ist es der Grund, dass sie Beratung wollen, dass sie die Vielfalt einfach mal durchstöbern, dass sie nur mal da vorbei browsen, weil die gerade vom Internet sitzen und Bannerwerbung gesehen haben? Und diese Beweggründe zielen im Prinzip alle auf eins ab. Ich will den Kunden nicht verlieren, wenn er auf meinem Online-Shop ist, und ich muss ihm alle Möglichkeiten geben, einzukaufen. Und wenn ich dann die Mischung wirklich habe und die Strategie auch im Unternehmen angepasst habe, dass sich online und offline vernetzt, dass ich beispielsweise, wenn ich im Online-Shop bin, dass ich angezeigt bekomme, ob das Produkt in meiner Umgebung verfügbar ist. Ja, also das sind ja auch Gründe, die zum Kaufabbruch letzten Endes beim Online-Shop führen. Oder ob das Produkt ja direkt verfügbar ist um die Ecke und ob ich das da direkt bestellen kann. Oder ob ich es online kaufen kann und offline abholen kann. Das ist Cross-Channel, und das fordert ein strategisches Umdenken in Unternehmen.